Sehr schön. Herr, tu meine Lippen auf, dass ich deinen Ruhm verkündige. Amen. Helmut, was ist das gestern Abend gewesen? Völlig erregt sprach mich einer meiner Mitreisenden, als wir auf dem Weg waren nach Nowgorod, an. Wir waren mit den Pferden unterwegs und wollten die Glocke nach Nowgorod bringen. Und er war ein so richtiger hartgesottener Brandenburger Atheist, wie wir sie ja auch landauf, landab haben. Und ich mag ja mit denen gerne was unternehmen. Und er sagt, was war das gestern Abend? Ich sage, was ist denn los? Naja, ihr habt da in dem Zimmer gesessen. Wir waren irgendwo im Baltikum unterwegs und hatten irgendeinen Raum hergerichtet als Küche. Und jetzt dämmerte es mir, wir hatten zu dritt gebetet. Und er wollte irgendwas, meine Mitreisenden uns nach Nowgorod gingen, die haben mich immer getestet. Die wollten mal sehen, was so ein Pastor alles aushält. Der kam da und die Gegenwart Gottes war da. Die Herrlichkeit Gottes war in dem Raum. Und wir haben das gar nicht gemerkt. Wir haben gebetet und dieser Mann, dieser richtige, echte Pferdemann, der kam daheim, macht die Tür auf und zuckt zurück, weil die Herrlichkeit Gottes zu spüren war. Er hat es gespürt. Und er wollte jetzt von ihm wissen, Helmut, was ist das? Und ihr Täuflinge heute, ihr habt in eurem Leben irgendwann mal gespürt, Gott ist da. In der ganzen Welt, in der wir leben ja so, als ob es Gott nicht gäbe. Im real existierenden Atheismus. Mit einmal, Gott ist da. Und das kann man nicht machen. Und ihr wisst, ich bin ein leidenschaftlicher Missionar. Und ich kann gar nicht genug Leute taufen. Und doch habe ich es nicht in der Hand. Ich habe es nicht in der Hand, wenn ein Mensch sich taufen lässt, als Erwachsener, dann muss Gott sich selber offenbaren und sagen und anklopfen und sagen, hallo, hier bin ich. Und wir haben heute einen Predigtext am Sonntag, Kantate, singet, preiset, lobpreiset den Herrn, wo es darum geht, dass die Menschen, das Volk Israel, die Juden, sie bauen ein Haus für Gott. Und jeder, der ein bisschen von Hausbau und Ahnung hat, weiß, das sind klare Sachen. Da gibt es rechte Winkel, da gibt es Material, und dann muss man das bauen. Vom Bau haben die immer zu mir gesagt, also Helmut, ich glaube daran, dass ein Pfund Rindfleisch eine gute Suppe ergibt. Mehr nicht. Und diese Menschen bauen ein Haus, den Tempel, der Salomo. Und jetzt ist die Zeit gekommen der Einweihung. Und die machen ein großes Programm. Und alle Leviten, die Sänger waren, nämlich Asaf, Heman und Jeduitun und ihre Söhne und Brüder, angetan mit feiner Leinwand, standen sie östlich vom Altar mit Zimbeln, Zaltern und Harfen, bei ihnen 120 Priester, die mit Trompeten bliesen. Und es war, als wäre es einer, der trompetete und sänge, als hörte man eine Stimme, loben und danken dem Herrn. Wenn wir natürlich mit Masken, jetzt haben wir das damals nicht gemacht. Aber im Gesang, das, was die Menschen tun, mit einem Mal hört man nicht eine Trompete, eine Zimbel, eine Stimme, sondern es ist alles eins, eine Stimme und danken dem Herrn. Und als sich die Stimme der Trompeten, Zimbeln und Saitenspiel erhob, man den Herrn lobte, er ist gütig. Und seine Barmherzigkeit währt ewig. Da wurde das Haus des Herrn erfüllt mit einer Wolke.
Wir sind mitten im Gange. Und das ist alles menschlich, wenn wir singen, wenn wir dem Herrn ein Haus bauen, wenn wir loben, wenn wir beten. Und mit einmal kann es sein, dass die Wolke Gottes kommt. Und hier steht, sodass die Priester nicht zum Dienst hinzutreten konnten. Die Sänger haben weitergemacht, die Musikanten, die Musik, der Lobpreis ging weiter. Und die Priester mussten die Klappe halten. Also wäre so ungefähr, wenn ich jetzt sagen würde, jetzt ist Feierabend, jetzt hören wir nur noch die Musik. Denn die Herrlichkeit des Herrn erfüllte das Haus Gottes. Die Herrlichkeit, die Gegenwart, die Majestät Gottes erfüllte das Haus. Und Leute, das muss umwerfend gewesen sein. Und sie haben deswegen in einer Wolke, weil wir könnten es nicht ertragen. Wo die Herrlichkeit des Herrn ist, da ist nur Licht und alles andere ist dunkel. Auch dort, die Menschen erleben, nur ein klein bisschen ist das, die Wolke weggezogen und man sieht die Herrlichkeit des Herrn. Und Leute, das ist es, was anzieht. Und wo man sagen kann, da kann ich mein Leben und mein Sterben drauf bauen, der Gegenwart des Herrn. Und wir, einige tausend Jahre nach dieser Einweihung des salomonischen Tempels, wir sind hier heute zusammen und wir haben eine Verheißung. Und diese Verheißung sagt, dass Jesus sagt, wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen. Die Gegenwart Gottes, sie ist mitten unter uns. Und wie kann ich die erleben? Wie kann ich das erleben? Wie kann ich die Herrlichkeit Gottes spüren? Und da, Kenny, ich erinnere mich an eine Szene, wo wir die Gegenwart Gottes erlebt haben. Wo der Heilige Geist kam und einer von euch sagt, Helmut, jetzt wird's unheimlich. Da war mit einmal diese Dimension des Übernatürlichen, der Gegenwart Gottes zu uns gekommen. Da kann man verschieden drauf reagieren. Man kann merken und sagen, ich will hier weg. Aber manchmal, da bete ich für Menschen und Tage, Wochen später sagen, Helmut, wollte ich da noch mal was fragen? Ich habe da so was gespürt. Man sagt, ja, ich habe es auch gespürt. Das war die Gegenwart des Herrn. Aber ich habe dir es nicht gesagt, weil ich will es dir nicht herbeireden, sondern du musst es erfahren. Du kannst dir das nicht einreden, Gott ist da. Wenn Gott da ist, in seiner spürbaren Gegenwart, dann spürst du es. Und Madeline, du wirst heute getauft. Und ihr als ganze Familie, ihr habt die Herrlichkeit des Herrn mitten im Leiden erlebt. Da war nichts mit schön. Da gibt es ein Wort, das im Leiden die Herrlichkeit des Herrn sichtbar wird. Ihr habt mitten, als Tobias Jansen, sage meine Assistenz, der schon dem Tode geweiht war, da habt ihr euch kennengelernt. Und ihr, und dich hat Tobias ja noch getauft, mit mir zusammen, und ihr habt auf dem Antlitz von Tobias die Herrlichkeit Gottes gesehen. Und Leute, das ist es, dass wir in Gemeinschaft es erfahren. Und da haben wir hier bei uns im Brück jetzt ein schönes Symbol. Das ist die Taufkelle, mit der wir nachher euch taufen werden. Aber mich hat diese Kelle an eine ganz andere Sache erinnert. Versucht mal,
mit so einem Teil zu essen. Das geht nicht. Und es gibt ein schönes russisches Märchen, da haben die alle, die können das, glaube ich, noch nicht mal bewegen, haben die alle so eine Kelle. Und alle können nicht essen. Und erst, als sie kapieren, oder als der Geist kommt, dass man ja den anderen damit füttern kann, erst da merken sie, wie man leben kann. Und so ist es, wenn Jesus sagt, wo zwei oder drei versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen und darin wird mein Vater verherrlicht, dass ihr viel Frucht bringt und ihr meine Jünger seid. Und es gibt eine Regel, die heißt, liebe Gott und deinen Nächsten wie dich selbst. Darin wird mein Vater verherrlicht, wenn ihr viel Frucht bringt. Liebe Gott, deinen Nächsten wie dich selbst. Und du kannst dich nicht selber taufen. Ja, selbst mit einer Taufkelle geht das nicht. Getauft wird man immer aus der Gemeinde heraus. Keiner kann sich selber taufen. Kann man mal in einer Badewanne ausprobieren, aber ist nicht gültig. Also man kann das schon, also ist keine Taufe. Aber du brauchst den anderen. Und wir können die Herrlichkeit Gottes erleben, wenn wir einander dienen. Wenn wir einander den Nächsten sehen und miteinander gehen. Darin wird mein Vater verherrlicht. Die Herrlichkeit Gottes mitten unter den Menschen, da wo wir uns einander dienen. Vom Ich zum Du. Jede Liebesbeziehung kann nur über längere Zeit gehen. Wir haben hier heute ein Ehepaar unter uns, die viele Jahre verheiratet sind, die wir leider nicht segnen konnten wegen der Corona. Aber wenn ihr nicht das Du gelernt hättet, dann wäre das nicht gegangen. Wenn ich immer nur ich sage, wenn ich glücklich werden will, ich, das wird nichts. Der andere muss glücklich sein. Das Du und dieses Du Gottes zu uns, zu dir, ist da und die Herrlichkeit des Herrn, sie ist da und wirkt unter uns. Darin wird mein Vater verherrlicht, dass ihr viel Frucht bringt und werdet meine Jünger. Ihr seid verschiedene Wege gegangen, bis ihr heute hier nach Brück zum Taufstein gekommen seid. Aber ihr habt es erlebt, dass ihr sagen könnt, ja, Gott ist da. Und Gott ist da und er ruft mich und ich will antworten und will sagen, ich bekenne mich zu Jesus Christus, ich bekenne mich zu Gott, ich bekenne mich zum Heiligen Geist und im Namen dessen will ich getauft werden. Dass wir die Herrlichkeit des Herrn erleben. Und ihr Lieben, lasst euch nicht abspeisen mit irgendwelchen Fadenfertiggerichten des Glaubens, sondern strebt danach und sagt, Herr Gott, der du die unbegrenzte Kreativität bist, lass mich deine Herrlichkeit sehen. Und die Herrlichkeit wird kommen und sie wird erfüllen den Raum und wir werden seine Herrlichkeit sehen. Hier auf der Erde immer natürlich nicht hundertprozentig. Es ist immer, wir sind immer noch Menschen. Aber wir werden es spüren. Und eines Tages, wenn wir beim Herrn sein werden, werden wir die Herrlichkeit in der Klarheit des Herrn sehen. Und dahin, lasst uns gehen, lasst uns taufen, lasst uns dem Herrn nachfolgen, lasst uns einander dienen und miteinander genießen. Die Herrlichkeit des Herrn ist hier. Amen.